Mein Bauch schiebt hier gerade die Schüssel weg. Okay, los geht's. Hallo ihr Lieben. Lass die Sachen auf dem Tisch. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Team Alina. Heute mit meiner Schwester Alexandra. Wir backen zusammen für euch. Und ihr seht, wir haben schon vorher viel Spaß hier in der Küche. Und was backen wir überhaupt? Und zwar ein Raspberry Vanilla Cake. Viel Spaß dabei. Sehr gut. Jetzt mal an. Ich zeige euch jetzt mal, was wir brauchen. Also, wir fangen an. Ihr braucht ein Whey-Isolat, also ein Vanille-Whey. Ich habe das hier schon mal abgefüllt, 25 Gramm. Ihr braucht 500 Gramm Magerquark. Ihr braucht ein Päckchen Vanillepudding. Wir brauchen zwei Eier. Wir brauchen eine Springform. Wir haben die schon mal eingefettet. Tipp dafür, dass ihr das danach mit dem Zeber vielleicht noch mal ein bisschen trockener macht, damit es nicht so flüssig da drin ist oder so glitschig. Ihr braucht eine Schüssel und ihr braucht Smacktastic. Wir haben hier jetzt Raspberry Vanilla und einmal Vanilla Cream genommen. Wir konnten uns hier nicht entscheiden. Wir machen beides. Und davon braucht ihr jeweils zwei Scoops. Und habe ich was vergessen? Nö, oder? Nee. Wir legen jetzt nämlich los und füllen bis auf die Beeren alles einfach nur in die Schüssel. So, ihr habt gesehen, es ging ratzfatz und jetzt wird einfach nur noch geschichtet. Alexandra ist hier jetzt für die erste Schicht Teig verantwortlich. Ich für die Beeren. Wir müssen also eigentlich mehr machen, damit Alexandra noch die Hälfte im Topf hat, wenn sie fertig ist. So, aber jetzt sieht's gut aus. Okay. Dann bin ich jetzt wieder mit dem Dekorieren dran. Das wird was. Mmh, so. Mehr gibt's hier nicht. Total der Sommerkuchen. So, also auf jeden Fall haben wir jetzt hier gerade geschichtet. Und jetzt müsste das eigentlich bei 150 Grad in den Ofen und so 70 bis 75 Minuten da drinnen bleiben. Wir haben aber gerade auf die Uhr geguckt und ich muss jetzt eigentlich schon los. Deswegen schiebe ich den Kuchen ein bisschen später in den Ofen und nehme euch dann nachher nochmal mit, wenn er rauskommt. Huhu, da bin ich wieder. Jetzt bin ich zurück und habe natürlich gleich für euch den Kuchen in den Ofen gemacht. Der war jetzt bei 150 Grad, wie gesagt, 70 Minuten im Ofen. Guckt mal, wie stark euer Ofen ist und vielleicht ab 60 oder so 55 Minuten guckt ihr immer mal, dass er nicht zu dunkel wird bei euch. Kommt ja immer auf die Ofenstärke drauf an. Bei mir war es jetzt, glaube ich, schon ganz schön stark. Er hätte sogar einen Ticken früher rausgekonnt. Ich habe es natürlich wieder mal verpasst, weil ich dabei gegessen habe. Aber auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen Puder-Erythrit jetzt drüber gemacht und das Ganze sieht jetzt so aus. Zack. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, das riecht hier richtig, richtig lecker. Ich liebe ja Himbeeren sowieso über alles, aber Himbeeren auf so einem Kuchen, also dieser warme Geruch, kann man warm riechen? Naja, also ihr wisst schon, was ich meine. Es ist so, so lecker und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall super viel Spaß beim Nachbacken. Ich sag euch, das ist richtig, richtig, richtig köstlich. Also, ich verabschiede mich, eure Alina. Fühlt euch gedrückt und geküsst wie immer. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann auf Snapchat auf Team Alina, auf Instagram auf Team Alina unterstrich oder Alina Schulte im Hof auf Instagram. Size0 kennt ihr ja sowieso auf Facebook und ja, mein YouTube-Channel habt ihr auch schon gefunden. Das heißt, für euch nur noch bitte ein Like da lassen und wenn ihr das noch nicht getan habt, auch abonnieren.